Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen, Kapitel 13, das 13. Kapitel. Die Sonne ging auf bei Paderborn mit sehr verdrossener Gebärde. Sie treibt in der Tat ein verdrießlich Geschäft, beleuchten die dumme Erde. Hat sie die eine Seite erhellt und bringt sie mit strahlender Eile der andern ihr Licht, so verdunkelt schon sich jene mittlerweile. Und als der Morgennebel zerrann, da sah ich am Wege ragen im Frührotschein das Bild des Manns, der an das Kreuz geschlagen. Mit Wehmut erfüllt mich jedes Mal dein Anblick, mein armer Vetter, der du die Welt erlösen gewollt. Du Narr, du Menschheitsretter, sie haben dir übel mitgespielt, die Herren vom Hohen Rate. Wer hieß dich auch reden so rücksichtslos von der Kirche und vom Staate? Zu deinem Malheur war die Buchdruckerei noch nicht in jenen Tagen erfunden. Du hättest geschrieben ein Buch über die Himmelsfragen. Der Zensor hätte gestrichen darin, was etwa anzüglich auf Erden, und liebend bewahrte dich die Zensur vor dem Gekreuzigtwerden. Ach, hättest du nur einen anderen Text zu deiner Bergpredigt genommen. Besaßest ja Geist und Talent genug und konntest schonen die Frommen. Geldwechsler, Bankiers hast du sogar mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel. Unglücklicher Schwärmer, jetzt hängst du am Kreuz als warnendes Exempel. Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. Ich komme zum 14. Kapitel, Kaput 14. Ein feuchter Wind, ein kahles Land, die Chaise wackelt im Schlamme. Doch singt es und klingt es in meinem Gemüt, Sonne, du klagende Flamme. Das ist der Schlussreim des alten Lieds, das oft meine Amme gesungen. Sonne, du klagende Flamme, das hat wie Waldhornruf geklungen. Es kommt in dem Lied ein Mörder vor, der lebt in Lust und Freude. Man findet ihn endlich im Walde gehängt an einer grauen Weide. Des Mörders Todesurteil war genagelt am Weidenstamme. Das haben die Rächer der Feme getan. Sonne, du klagende Flamme. Die Sonne war Kläger. Sie hatte bewirkt, dass man den Mörder verdamme. Ottilie hatte sterbend geschrien. Sonne, du klagende Flamme. Und denk ich des Liedes, so denk ich auch der Amme, der lieben Alten. Ich sehe noch ihr braunes Gesicht mit allen Runzeln und Falten. Sie war geboren im Münsterland und wusste in großer Menge Gespenstergeschichten grausenhaft und Märchen und Volksgesänge. Wie pochte mein Herz, wenn die alte Frau von der Königstochter erzählte, die einsam auf der Heide saß und die goldenen Haare strählte. Die Gänse musste sie hüten dort als Gänsemagd und trieb sie am Abend die Gänse wieder durchs Tor. Gar traurig stehen blieb sie, denn angenagelt über dem Tor sah sie ein Rosshaupt ragen. Das war das Haupt des armen Pferds, das sie in die Fremde getragen. Die Königstochter seufzte tief. O Falada, da du hangest! Der Pferdekopf herunterrief. O
wehe, dass du gangest. Die Königstochter seufzte tief, wenn das meine Mutter wüsste. Der Pferdekopf herunterhief, ihr Herze brechen müsste. Mit stockendem Atem horchte ich hin, wenn die Alte ernster und leiser zu sprechen begann und vom Rotbart sprach, von unserem heimlichen Kaiser. Sie hat mir versichert, er sei nicht tot, wie da glauben die Gelehrten. Er hause versteckt in einem Berg mit seinen Waffengefährten. Kiffhäuser ist der Berg genannt, und drinnen ist eine Höhle. Die Ampeln erhellen so geisterhaft die hochgewölbten Säle. Ein Marstall ist der erste Saal, und drinnen kann man sehen viel tausend Pferde, blank geschirrt, die an den Krippen stehen. Sie sind gesattelt und gezäumt, jedoch von diesen Rossen kein einziges wiehert, kein einziges stampft, sind still wie aus Eisen gegossen. Im zweiten Saale, auf der Streu, sieht man Soldaten liegen, viel tausend Soldaten, bärtiges Volk mit kriegerisch trotzigen Zügen. Sie sind gerüstet von Kopf bis Fuß. Doch alle diese Braven, sie rühren sich nicht, bewegen sich nicht, sie liegen fest und schlafen. Hoch aufgestapelt im dritten Saal sind Schwerter, Streitäxte, Speere, Harnische und Helme von Silber und Stahl, altfränkische Feuergewehre. Sehr wenig Kanonen, jedoch genug, um eine Trophäe zu bilden. Hoch ragt daraus eine Fahne empor. Die Farben sind schwarz-rot-gülden. Der Kaiser bewohnt den vierten Saal. Schon seit Jahrhunderten sitzt er auf steinernem Stuhl am steinernen Tisch. Das Haupt auf den Armen stützt er. Sein Bart, der bis zur Erde wuchs, ist rot wie Feuerflammen. Zuweilen zwinkert er mit dem Aug, zieht manchmal die Braunen zusammen. Schläft er oder denkt er nach? Man kann's nicht genau ermitteln. Doch wenn die rechte Stunde kommt, wird er gewaltig sich rütteln. Die gute Fahne ergreift er dann und ruft: Zu Pferd, zu Pferde! Sein reisiges Volk erwacht und springt laut rasselnd auf von der Erde. Ein jeder schwingt sich auf sein Ross, das wiehert und stampft mit den Hufen. Sie reiten hinaus in die klirrende Welt, und die Trompeten rufen. Sie reiten gut, sie schlagen gut, sie haben ausgeschlafen. Der Kaiser hält ein strenges Gericht, er wird die Mörder bestrafen. Die Mörder, die den Meuchelmord an der deutschen Freiheit verübten, die uns vergiftet die Vaterlandsluft und alles, was wir liebten. Gar mancher, der sich geborgen geglaubt und lachend auf seinem Schloss saß, er wird nicht entgehen dem rächenden Strang, dem Zorne Barbarossas. Wie klingen sie lieblich! Wie klingen sie süß, die Märchen der alten Amme. Mein abergläubisches Herze jauchzt, Sonne, du klagende Flamme.